Willkommen zu einem neuen Video. Heute mal 1v1 auf Gomme. Aus einem ganz einfachen Grund, weil man jetzt mal auf die Uhr guckt. Um diese Uhrzeit kann man es knicken, auf Timolia zu zocken. Ich spiele eigentlich 1v1 lieber auf Timolia. Aber wenn ich so Gegner bekomme, dann schafft man es auch auf Gomme. Also jetzt mal ernsthaft, der Typ war jetzt nicht so überragend, ne? Ja, also offen gestanden, mein Problem, mein persönliches mit Gomme 1v1s ist, das sind alles Ranked. Das heißt, man hat dann halt Leute, die so spielen. Ich hatte den Typen eben schon drin. In der ersten Runde, die ich aufgenommen hatte, hatte meine Aufnahme eher semi-Bock. Deswegen weiß ich schon, wie nice dieser Typ hier zockt. Hat man halt viel mehr Schwitzer drin als auf Timolia. Aber auf Timolia waren in einer 1v1-Lobby, glaube ich, 4 Leute, bis ich da auch nur eine annehmbare Runde hinbekommen hätte. Also eine annehmbare Aufnahme. Wie gesagt, bis ich da, beziehungsweise wie den Satz schon angefangen, bis ich da eine vernünftige Aufnahme hinbekommen hätte, wäre auch wieder 2055 geworden. Aber ich will eigentlich in erster Linie einfach sagen, ich bin wieder da. Ich bin mit meiner mündlichen Prüfung durch. Das heißt, ich habe jetzt alle Prüfungen zum Abi durch. Außer ich muss eine Nachprüfung, was wir nicht hoffen. Digga, schon wieder dieser Typ. Der geht mir langsam auf den Sack, dass man irgendwie nicht sagen kann, okay, den Gegner will ich blacklisten. Das finde ich fast schon schade. Mit fast schon meine ich, dass ich mal 30 Minuten im Timolia-Support gewartet habe, um das einen Supporter zu fragen. Aber der Support hatte anscheinend zu. Ja, keine Ahnung, der Typ schwitzt sich halt sein Leben ab, aber aufs Heftigste. Ja. Ja, so kann man es auch machen. Null Herzenschaden zufügen. Let's go. Ey, nicht schon wieder den Typen. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich fände es echt nett, wenn der Typ jetzt irgendwie einfach mal Gold 15 eingerankt werden könnte. Irgendwo außerhalb meiner Elo. Und dann aufhören könnte, mir auf den Sack zu gehen. Das finde ich echt richtig korrekt, wenn das im Bereich des Machbaren liegen würde. Bei Gomme ganz bestimmt nicht. Ja, aber wie gesagt, ich bin jetzt wieder da. Ich bin mit meinen Klausuren durch. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, was ihr sehen wollt. Vielleicht außer dem Typen, weil den will ich nämlich nicht mehr sehen. Der Typ hat ja fast den Gallusbäumen wie ich. Nee, aber mir geht wirklich sein... Ich rotz bei mir jetzt 15 Mal und dann... Digga, das geht mir auf den Sack. Und schon wieder... Ey, ich kann schreien, ne? Es ist mehr als ein Mensch auf eurem Server. Gebt mir jemand anderen als den Typen. Und wenn der Typ ein fucking Cheater ist, gebt mir jemand anderes als den Typen, der so spielt. Ende. Und dann teile ich auch noch raus, geil. Hey, mal jemand anderen. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass es auf Gomme noch passieren wird, nachdem ich den 8-mal in Folge gefühlt bekommen habe. Ich habe mir beide gleich schönes Bo-Aim. Eine Ewigkeit später. Damit hast du jetzt nicht gerechnet, ne? Was ich eben sagen wollte, heute war WWDC. Und ich muss sagen, ich weiß wirklich nicht, warum Apple einen gefühlt 25-minütigen Beitrag dazu machen muss, dass sich bei Safari fast gar nichts geändert hat. Sagt, okay, uns ist nichts eingefallen, also hat sich nichts geändert. Punkt, Ende aus, aber sagt nicht, ja, und wir haben das hier jetzt und das hier ist jetzt viel gruppenübergreifender und sonst was. Und keine Ahnung, irgendwie war absolut useless. Ah, komm, Digga. Merkst schon, wie der gespielt hat. Oh, geil, Digga. Gleich nochmal ran. Nein, ich muss sagen, ich mag Apple. Ich schneide eigentlich alle meine Videos in Final Cut Pro X. Aber was ich sagen muss, keine Ahnung, einen 80-stündigen Beitrag dazu, dass man jetzt irgendwelche Tabs auf Safari gruppieren kann, war jetzt wirklich nicht allzu nötig, ne? Also, wenn ich den Typen nicht bekomme, dann schrei ich. GG. Ja, aber im Ganzen muss ich auch sagen, ich weiß nicht, wie viele Leute Apple-Geräte haben, die meine Videos schauen. Ich muss sagen, ich bin kein Fan von neuen macOS, ich bin kein Fan von neuen iOS. Das ist jetzt gar nichts auf die speziellen Updates von den neuen macOS oder iOS bezogen, sondern ich habe eine grundlegende Ablehnung gegenüber iOS und macOS-Updates. Also vor allem die Tatsache, dass das letzte macOS... Digga, wie habe ich den noch bekommen? GG, Bro. Also schon allein die Tatsache, dass sie die Taskleiste vom neuen macOS irgendwie gemacht haben, dass es jetzt aussieht wie fucking iPadOS auf Crack. GG. Ah, ich wiederhole mich. Danke, Gomme. Und man muss dazu sagen, diese WWDC, es wurde nicht...
gar nichts Neues angekündigt. So viele haben auf ein 16 Zoll MacBook Pro, 14 Zoll MacBook Pro, M1 X und sonst was gewartet. Hatte grundlegend sowieso meine Zweifel, dass diese WWDC rauskommen wird. Ja, GG. Man kann hier einen Boxkampf machen. The fuck? Lol, ich habe eine 1,8er KD. Hätte ich nicht gedacht. Gedacht, dass ich irgendwie so eine 0,0er KD habe. Chillig. Aber grundlegend, Apple-Events sind immer krass aufwendig produziert. Aber es gibt viele Sachen, die würden eigentlich gar keinen 37-minütigen Beitrag benötigen. Naja, aber es ist meine Meinung, es gibt bestimmt Leute, die diese 100-stündigen Beiträge, die Apple zu jedem Produkt macht, enjoyen. Jo Leute, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, dann sagt mir sehr gerne mal ein Like und einen netten Kommentar. Schreibt mal eure Meinung zur WWDC bzw. generell zur Apple Keynote. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert mich, aktiviert die Glocke, um keinen Stuff zu verpassen und schreibt einen netten Kommentar, würde mich sehr freuen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Checkt auch meine anderen Socials ab, mein Twitch, mein Twitter, mein Instagram, alles unten in der Beschreibung verlinkt. Und schreibt mal in die Kommentare, was für Videos ihr sehen wollt. Würde mir extrem das Ganze erleichtern. Bis dahin. Ciao.